hier für ein... Kommt ihr jetzt wohl? Ich habe da nur versucht, was zu hören. Entspann dich doch. Hör darauf zu sehr, an toten Dingen herumzuforschen. Ja. Ich komme. Komm, Igner. Ich komm, Dorosch. Und so zieht ihr weiter. Hinunter die schroffen Klippen wieder hinab. Auf der linken Seite den Wald, aus dem ihr gekommen seid, finster. Wieder die Bäume, die sich bewegen. Teilweise lösen sie sich auch. Jetzt könnt ihr es tatsächlich erkennen. Sie lösen sich und gehen. Groß, riesig wie sie sind, gehen sie über das freie Feld, die Fläche, mit ihren Beinen wurzelnd. Das sind keine Schrate, falls ihr schon von diesen Wesen gehört habt. Gerade die Magier, die Schrate vielleicht schon gelesen haben. Es sind widerwärtige Monster mit Tentakelauswüchsen und Mäulern. Hufen statt Beinen. Und ihr geht auf der Straße weiter nach rechts, in Richtung Süden. Kein richtiger Himmel, der scheint. Immer noch habt ihr das unbestimmte Gefühl, in einer Globule zu stecken. Die Zeit vergeht hier anders, sodass ihr nicht genau wisst, wie viele Kilometer ihr schon gemacht habt, als vor euch dann eine gewaltige Stadt immer größer und größer wird. Zunächst hattet ihr nur den Himmel gesehen, dann die gigantischen Türme, die dort den Gipfel nach oben strecken. Neben der schwarzen Sichel, die sich wieder auf eurer rechten Seite befindet, zeichnet sich die Türme vor dem Horizont ab. Kämpfen, konkurrieren mit ihrer Größe gegen die schwarze Sichel. Hunderte Meter hoch ragen die Türme. Kein einziges Gebäude ist unter 5 Schritt groß. Und darüber die schwere Wolkenformation könnt ihr erkennen, wie es dort glimmt, glost. Fauchenstiebende Feuersäulen, die von unten aus der Stadt in die Höhe ragen. Beleuchtende Riesenstatuetten und einige gewaltige Statuen von verschiedenen Herrschern? Ist das Borberat? Ist das Galotta? Andere Schwarzmagier? In die Schatten gehüllte Fratzen. Dunkle Gebäude, die sich verbergen in den Schatten, in den Wolken. Ein Wort, das euch in den Sinn kommt, während ihr weiter darauf zumarschiert und die Straße vor euch schon vergesst. Yolgurmak ist schillernd, umtriebig, anregend. Eine Gier, die in euch hochwallt, schmeckt so ein bisschen Blut auch auf eurer Zunge, während ihr weiter die Luft einatmet, weitere Feuersäulen, die nach oben steigen, und vergesst, wie gesagt, die Straße vor euch, als plötzlich, viel zu spät, könnt ihr erkennen, wie ein paar Reiter auf euch zukommen. Ja, immer wird schnell seinen Wasserschlauch aufmachen und den heimlich hinter sich auskippen. Stargard, mach vielleicht das Fass mal leer. Ach, das ist verboten, schon vergessen. Ja, schraubt dann Stargard einmal das auf, sodass ihr dann, während die Esel weiterziehen, die Spur mit dem Wasser hinter euch herzieht. Die Reiter werden größer und größer. Ihr könnt wohl erkennen, dass sie auf gewaltigen Tieren sitzen. Zunächst dachtet ihr, es sind Pferde, aber es handelt sich dabei um die Hetzer von Sokramor. Wölfe. Daimonide. Die Ritter selbst sehen dunkel und finster aus, auch in Schwarz und Rot gekleidet, auch wenn sie trotz der Farben nicht wirklich an Azerel Scharlachkraut erinnern. Sehen sie doch sehr tierisch und wölfisch aus, und während sie an euch vorbeireitend euch einfach verachten mit ihren Blicken, müsstet ihr ihnen auch ausweichen mit euren Gefährten, sonst würdet ihr unweigerlich zusammenprallen. Weichen wir mal nach rechts aus. Könnt den höhnischen Blick erkennen, die scharfen Eckzähne, die sich aus den Lippen zeigen. Die Gesichtszüge wild, wölfisch. Zusammen mit dem Wappen künden sie von der Stadt Yolgurmak. Ein weißer und ein schwarzer Turm. Und so wird die Stadt immer und immer größer, ragt vor euch auf. Ihr könnt Stimmengewirr hören. Ihr habt doch kurz das Gefühl, dass sich nicht nur die Bäume hinter euch bewegen, sondern auch die Türme. Dass die Türme in der Stadt transportiert werden. Wir wechseln die Karte. Willkommen in Yolgurmak. Ihr beginnt eure Reise auf dem Nordtor. Sichelstiegtor. 3 überdimensionierte Tore, die hier nebeneinander in das Mauerwerk eingelassen sind.
riesige, fratzenhafte Galgülen, die euch höhnisch anlächeln. Habt auch kurz wieder einmal das Gefühl, dass sich ihre Gesichter zu bewegen scheinen, ihre lidlosen Augen euch mustern. Eine gewaltige Schlange, die dort vorsteht. Einige, viele Händler, vor denen ja eben gerade noch überhaupt nichts zu sehen war. Mit ihren Wagen. Merkwürdig. Es sind wohl einige Nivesen dabei, ein paar Torwalder, die ihr hier ausmachen könnt. Und eine unglaubliche Masse an Gardisten, die ihr halten gerade. Und auf diesen einigen Mauerwerken, auf den Zinnen, könnt ihr sie auch sehen. Schwarze Greifen. Praios verhöhnend. Der Asquarat. Oder ihr Halk. Wie sie dort marschieren. Und so kommt ihr an der Schlange an. Otto, was hast du mit meiner Stadt gemacht? Von dem einst so kleinen Ysilia auf einem Berg gelegen, direkt am Ysilisee, ist nichts mehr geblieben. Es ragt weit hinaus. Von dem See selber könnt ihr gar nichts erkennen. Vielleicht kommt er von der falschen Seite. Vielleicht ist vom See sowieso gar nichts mehr übrig. Aber das wird jetzt wohl einige Zeit dauern. 20 Meilen hattet ihr von der Dämonenarche gemacht, während ihr auf sie weiter zugegangen seid. Kam es euch doch viel zu kurz vor für die Zeit. 20 Meilen, das kann gar nicht stimmen. Oder die Stadt ist einfach so gewaltig groß und hat viele Meilen Ausdehnung. Dann, das kann wohl den ganzen Tag dauern. Was für ein Irrsinn. Psst. Seht ihr nicht diese gewaltige Größe? Psst. Halte lieber nach diesen Augendämonen Ausschau. Ganz schön hohe Gebäude. Viel zu hoch, meint ihr nicht? Immer zuckt bei den Schultern, beziehungsweise Abdullon. Ich weiß nicht. Also das ist zum ersten Mal, dass ich die Stadt sehe und schon sehr beeindruckend irgendwie. Wenn die Luft auch irgendwie etwas in der Lunge brennt. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Eine Frau, ziemlich gut aussehend, mit blonden Haaren und einem kleinen Eiskrönchen im Haar, kommt auf euch zu. Ich darf mich vorstellen. Ach, diese Stadt floriert. Ich darf mich vorstellen, Bashi Rasha. Ja, sie hat die gleiche Wirkung auf mich. Schaut euch kurz an. Verneigt sich einmal kurz vor Jero, die Jala, und gibt ihr die Hand. Ich nehme sie dann auch. Dunkelstein. Eiskalt. Du bekommst 2 SP Kälteschaden. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert um 2. Sekunde. Selbstbeherrschung. Ich halte den Griff so lange, wie es höflich ist. Und lasse ihn dann aber so elegant wie möglich auch wieder los. Hast du deine Handschuhe noch an? Vermutlich nicht. Wir hatten ja mal festgelegt, dass es besser sei, wenn ich ihn auszöge. Ich schlag dir hier gar nichts vor. Ich will wissen, ob du... Nein, wir hatten also als Gruppe festgelegt. Deswegen spreche ich das spätestens zur Flussüberquerung wohl getan haben. Den Handschuh ausziehen. Gut, merkst du auch, wie sich kleine Eiskristalle auf deiner schwarzen Haut gebildet haben, die dann darüber tanzen, sich gar nicht auflösen, weiter wieder darüber tanzen, auch wenn du deine Hand weggezogen hast und mit deiner Haut zu spielen scheinen. Was führt euch dann wohl hierher? Ach, das Turnier, das schwarze Turnier der Sonne. Ich bin mit einigen meiner Nivesen. Verachtung in ihrem Blick und in ihrer Stimme deutet sie auf die paar Nivesen mit ihren rasierten Häuptern und auch ein paar Torwaler, die sich dabei befinden, deutet sie auf die viele, viele Karren mit irgendwelchen Fässern darauf. Ja, wir haben den weiten Weg hierher gemacht als, gute Gabe, milde Spenden von Glorana. Dann seid ihr aber sehr weit unterwegs gewesen. Ja, es war auch eine beschwerliche Reise. Man muss verborgen bleiben, aber zumindest halten uns die Brücken nicht auf. Einfach ein bisschen Eis über das Wasser zaubern und dann sollen sie doch alle zur Hölle fahren. Und wie es sich so trifft, sind wir auch wieder das Turnier hier. Seid ihr Händler? Sie deutet wieder mit Verachtung auf die beiden Esel, die 3 Esel. Nein. Das sind die, die ich paktiere, um meine Ausrüstung zu tragen. Und die meiner... Die meines Gefolges.
Oh, interessant. Habt ihr denn schon eine Mäzenatin? Meine wie bitte? Eine Mäzenatin? Ich könnte mir vorstellen, sie streicht ein bisschen über deine Brust, weitere Eiskristalle, die über deine Rüstung spielen, einen weiteren Schadenspunkt, den du bekommst, während sie mit ihren Fingern über deine Rüstung gleitet, über deine Felle. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr einen hervorragenden Kämpfer abgebt mit euren Muskeln. Streicht um deine Arme. Ich gedenke zu gewinnen. Das kann ich mir vorstellen. Habt ihr denn die richtigen Waffen für so etwas? Ich habe guten kalten Stahl, mehr brauche ich nicht. Kalten Stahl? Ihr drückt euch gewählt aus. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr einer meiner Champions sein könntet. Wie gesagt, ich könnte euch mit Waffen ausrüsten. Ein besseres Pferd vielleicht. Eine Lanze. Eine Lanze? Wollt ihr tatsächlich mit diesem Schwert in das Turnier reiten? Das hat mir bis jetzt gut gedient. Und meine Lanze auch. Ich wollte mich nur erkundigen. Aber so ein Angebot, es klingt natürlich sehr großzügig. Was wäre für euch denn bei so etwas herauszuschlagen? Sie geht einfach arrogant an dir vorbei und geht dann auf Iolaos zu. Spielt ebenso mit seiner weißen Robe, legt die gesamte Hand ausgebreitet auf deine Brust. Lässt sie da erstmal. 2 Schadenspunkte. Ich schau runter, total faszinierend. Was schlägt denn ein Magier hierher? Noch dazu, wo kommt ihr her? Ach, ich komme von weit her, von der Westküste. Mhm. Von hier und dort, von irgendwo. Ich bin auf der Suche nach Wissen. Exotisch. Sie beugt sich nach vorne und gibt dir einen Kuss. Du bekommst 6 Schadenspunkte und ein eiskalter Hauch fährt in deinen Leib. Und geht dann weiter. Erkennt man dann diese Eiskristallbildung auf der Haut von den Leuten? Ja, definitiv. Das ist unheilig. Das ist richtig krass. Ich muss gerade überlegen, Iolaos darf mal eine Selbstbeherrschungsprobe machen, erschwert um 6. Seine Lippen sind blau, vielleicht friert er nicht unbedingt, aber er atmet eben auch Eis aus oder kalte Luft. Trotz dieser Hitze, die sich hier bei Yolgomak ausbreitet mit den heißen Schmiedefeuern. Ja, mir läuft so ein Schauer so den ganzen Körper und ich atme einmal aus, so weiße Wolken kommen so aus meinem Mund. Wahrlich faszinierend. Ja, stellt sich dann neben die beiden Zwerge und legt ihnen beide ihre Hand links und rechts auf den auf den Kopf, auf die Haupthaare und lässt sie da auch wieder einmal. Und 2 Zwerge. Wo ich herkomme, gibt es sowas wie euch nicht, aber ich habe von euch gelesen. Nimmt die Hände wieder weg. 4 Schadenspunkte für den Kopf. Ja. Also, ich schaue die Frau immer fragend an. Immer positioniert sich jetzt neben einem der Esel. Ja. Schaut dich wieder an, verachtet dich einfach nur noch. Es ist nicht mal Hass, es ist einfach nur Langeweile, pure Langeweile, wenn sie dich sieht. Natürlich auch guckt sie sich dann auch Starkard oder Ragnar an. Er ist halt genauso widerlich und schäbig. Und auch Alricio wird wohl, beziehungsweise Abelmir wird wohl ebenso angesehen nach dem Motto, einfaches Soldvolk. Also, wenn ihr mich aufsuchen mögt, ich werde meine Bleibe wohl in einem der Gasthäuser aufschlagen. Nun, es gibt viele. In welchem genau finden wir euch denn? Schwarz und Rot. Mir wurde gesagt, das ist das beste Hotel hier. Gab es nicht einen Zauber, der durch ist? Das ist richtig. Aber mit den Auswüchsen der Bobberadianer habe ich wenig zu tun. Wahrlich, ein Hort des Wissens. Das ist er wohl. Wie gesagt, wenn ihr mich aufsuchen wollt, lade ich euch auch ein auf ein Gläschen Teriyak. Hotel Schwarz und Rot. Wir werden sicher sein, es bei Gelegenheit aufzusuchen.
Platz beiseite! Hinter euch könnt ihr donnern hören und weitere Werwolfritter donnern heran auf ihren schwarzen Hetzern, die zweiköpfigen Hunde. Und sie werden wohl begleitet von einem Pferd. Ein Pferd, was sie in ihre Mitte genommen haben. Darauf eine Frau. Abdullah macht sofort Platz beiseite und schaut mal nach, ob die Eisfrau auch genauso schnell in den Graben springt wie wir, in Anführungszeichen. Na, in den Graben wird sie nicht springen. Sie stellt sich einfach nur neben ihren Wagen, sodass sie selber nicht umgeritten werden kann. Aber auch sie muss beiseite. Ich ziehe auch bis Frau beiseite. Wir wollen ja denen wirklich nicht im Weg sein. Ihr könnt wohl noch zwei, drei Krieger erkennen. Wo genau sie herkommen, wisst ihr nicht. Die Wappen haben sie dann auf der Vorderseite, werden nicht ganz in dem Gedränge beiseite springen können. Während die Reiter beiseite oder vorbeirennen, wirklich richtig große weiße Hetzer oder schwarze Hetzer, wird einem von diesen Krieger der Kopf einfach weggebissen, sodass er dann zur Seite klappt, durch den heraneilenden Körper auch einfach zurückgedrängt und blutspritzend sprudelnd, fällt er dann auch in den Graben oder gegen andere Leute, weiteren Kriegern wird dann der Arm abgebissen, sodass sie dann auch schmerzverzerrt wegtaumeln, sich an den Stumpf greifen, einfach Platz machen. Und das eines der drei Tore ist dann schon bereits geöffnet. Die Irrhalkengarde macht dann auch Platz für diese Frau, die in die Mitte genommen wurde. Ist ziemlich alt, ungefähr 60, 70 Jahre. Und so schnell, wie sie gekommen sind, ist das Schauspiel auch wieder vorbei. Und einige Leute kümmern sich dann um die Krieger, die da verletzt zu Boden gehen. Entweder tot oder schwer verletzt. Die Kontrolle geht weiter. Wer war das wohl? Was war das für eine Frau, Torgosch? Ich sag mal nichts dazu. Dann schaue ich Jerundin an. Das müsste der Herr von Dunkelstein vermutlich wissen. Ich glaube nicht, dass ich so jemanden jemals gesehen habe. Oder kam mir die Frau vielleicht bekannt? Lass dir mal eine Geschichte. Rechtskunde ist super. Mhm, Rechtskunde plus 5. Das wird schwer. Können die anderen natürlich auch, wenn sie was haben? Eine 3 Erleichterung leider nur. Das ist die Gräfin von Balio. Das? Ja. Nein. Ich muss mich vertan haben. Nein, also du weißt, das ist die Gräfin von Balio. Was macht denn... Ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen, aber... Weißt du, dass sie Priodana heißt? Aber beraten wir darüber vielleicht lieber in Mantel des Schweigens. In meine Mitreisenden müssen das nicht unbedingt wissen. Noch nie gesehen, die Frau. Tatsächlich ich auch nicht, doch... Ihre Begleiter waren effektiv, wenn man sich so umschaut. Richtig. Und waren das dieselben, die uns auf dem Hinweg schon begegnet waren? Nein. Ich glaube, sie war früher Reichsrichterin im Mittelreich. Nun nennt sie sich... Sie ist jetzt Reichsrichterin im Neuen Reich des Dämonenkaisers. Sie nennt sich Tyrkradane. Nach ihrem Herrn und Meister. Sicher. Ein abgrundtief böses Geschöpf. Ich bin mir sicher, ihr hört euch. Was war ein Reichsrichter zu so etwas? Verblendeter Stolz. Was auch immer. Abdullon tritt jetzt mit voller Kraft Alregio gegens Bein. Was? Huch, ich bin wohl ausgerutscht. Was wollt ihr mir sagen? Dass ihr die Klappe halten sollt. Ist auch rutschig hier, hast du recht. Ich nicke. Ihr habt recht. Gut, warten wir ab, diese Schlange ab. Nach geschlagenen 3 Stunden, während es dämmert, es wird einfach nur dunkler. Wisst immer noch nicht, wo das Licht herkommt. Immer mal, wenn eine Feuersäule nach oben stiebt und mit einigem Versatz dann auch die Wärme zu euch rüberwallt durch das Tor, über die Mauern. Ihr könnt auch weitere Irrhalken sehen, die dann über die Mauer hinüber tanzen.
Aber nach 3 Stunden seid ihr dann schließlich dran und werdet kontrolliert. Vor allem, es hat ziemlich lange gedauert, wie Belshirasha, die Giftige, mit ihren vielen, vielen Teriyak-Fässern kontrolliert worden ist. Die Wachen sind hier wohl extrem. Na, nicht unbedingt vorsichtig, aber gründlich. Und bei so einem großen Ereignis kann man nicht den Zufall überlassen, nicht wahr? Sage ich, als ich vermutlich gerade meinen Geldbeutel einmal leer mache. Ja, bullige Männer sind wohl noch Menschen, zumindest haben sie keine glühenden Kohlen oder sowas. Einfach nur brutal. Schläger von der übelsten Sorte, allesamt mit Schild und Ochsenherde ausgestattet, können sie hier richtig schnell kurzen Prozess machen. Auch links und rechts des Weges, wenn ihr dann vorangeschritten seid, kannst du auch erkennen, wie da wohl Leute mit zertrümmertem Schädel liegen, die vielleicht nicht bezahlen konnten oder irgendwas dabei hatten. Einige sind auch schon verwest, vermodert. Im Inneren kannst du auch durch die Tore hindurch gucken, kannst du auch ein paar Leichenfeuer brennen sehen, wo dann einige aufgestapelt sind und der fettige Geruch nach ranzigem Menschenfleisch zu euch herüberdringt, die da einfach verbrannt werden auf offener Straße. Einige Leute sind auch aufgespießt, wenn das irgendwie Reichsverräter sind oder naja, was auch immer man da für Prozesse gemacht hat. Werdet ihr dann schließlich von dem Irrhalkengardist kontrolliert, der sich dann ohne wirkliche Kompromisse die Rucksäcke von euch zeigen lässt. Ja. Soll einfach mal jeder irgendwelche interessanteren Sachen vorlesen aus seinem Rucksack? Ja, ich vermute mal, ihr habt das Wasser alles leer gemacht, richtig? Ich habe den Wein eben auch leer getrunken. Ihr habt kein Silber dabei, das habt ihr allesamt verschenkt, ausgetauscht. Geldbeutel also habt ihr einige Dukaten aus Yolgurmakscher Währung und da habt ihr sicherlich doch vieles aus mittelreichischer Währung, ne? Also ich habe nichts, nein. Ja. Gar nichts? Gar nichts, ich habe alles umgetauscht. Okay. Ich habe noch ein paar Dukaten, einen Großteil habe ich ausgegeben für... Ja, was seid ihr denn auch für Depp? Ihr wusstet, dass das kommen würde. Ich habe auch Münzen noch aus dem Mittelreich. Ich auch. Okay, was habt ihr sonst noch an merkwürdigen Dingen? Vielleicht auch nicht so merkwürdige Dinge. Waffen aus Silber habt ihr nicht, aber ihr habt geweihte Waffen dabei. Nicht mehr, nein. Nicht mehr. Die 4 Wochen sind vorbei. Die 4 Wochen sind vorbei, dann ist sie zum Glück nicht mehr geweiht. Ist abgelaufen, gut. Sind sie magisch? Nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe wie bei uns 3 Spitz, aber der wiegt Dinger, also werde ich ihn wohl zu Hause gelassen haben. Gut, sonst irgendwas, was von Interesse wäre jetzt? Mein Inventar ist natürlich dann ein wenig kurioser. Verschiedene Roben, auch die von einem gewissen Alessio, dem ich die App abgenommen habe und bei mir reingestopft habe. Tagebücher, jede Menge medizinisches Inventar. Also Bücher werden die wahrscheinlich nicht interessieren, aber alles, was irgendwie mit Flüssigkeiten oder so vielleicht zu tun hat oder mit Silber. Richtig? Kein Silber daran. Genau, also Silber kontrollieren sie ziemlich hart drauf und auch bei Flüssigkeiten schauen sie mal genauer hin. Was ist da noch irgendwas? Ja, erzähl ich. Ich habe keine Flüssigkeiten. Ja, bei mir kramen sie 8 Heiltränke aus der Tasche raus. Ja. Abdullah dann immer erklärt, das sind Heiltränke. Die riechen vielleicht einmal dran oder so und machen das dann wieder zu. Dann machen sie eins auf. Den ersten Heiltrank und schmeißen ihn vor dir auf den Boden. Das ist kein Wasser. Das interessiert mich nicht. Die nächsten. Ich habe 58 Pfeile. Soll ich den hier an der Spitze zeigen? Die werden alle kontrolliert, ja. Die haben hier Stundenzeit. 3 Tore. Dann gucken sie sich, beziehungsweise es wird vermutlich reichen, wenn ich die im Bündel rausziehe und die sich das angucken können. Und das Kurioseste, was sie bei mir sehen, ist eine Kristallkugel. Ich war zwar noch gar nicht fertig, aber dann schweige ich ab jetzt. Ja, nee, doch, erzähl weiter. Also, Wollte dir gerade sagen, was als nächstes kommt, aber da sagst du, nee, dann der nächste. Okay. Nee, also, ich hab hier gar nichts gesagt. Dann sind das 4 Beutel, dann sind das 4 weitere Fiolchen, die gleich aussehen, die er in der Hand hat danach. Was sind das für Fiolen? Wenn du mich jetzt fragst, das ist Pfeffersaft. Pfeffersaft? Okay, OT für mich einmal, was ist das? Das ist Pfeffersaft, das genau, was es ist. Das ist im Endeffekt jetzt hier Wasser mit ziemlich viel Pfeffer drin.
Ja, dann ist Flüssigkeit, schmeißen sie auf den Boden. Schmeißen jetzt alle Flüssigkeiten auf den Boden? Alle Flüssigkeiten. Ah, okay, das heißt, ich kann jetzt alle Heiltränke streichen, weil du gesagt hast, einen, den ersten. Alle anderen, die sieben auch. Einer nach meinem. Ah, okay, ja gut. Kann ich mal einen Heiltrank vorher trinken? Das könntest du machen, ja. Wenn du das jetzt siehst, also wie gesagt, da wird jetzt keine Flüssigkeit wird jetzt reingebracht. Gut, weg das Ding. Ja, ich habe meine Flüssigkeit abgestrichen. Immerhin bin ich jetzt voll von HP her, also hey. Könnte schlimmer sein können. Ich mache dann doch sehr große Augen, was denn unser Abgeordneter alles dabei hat. Ich habe Lampenöl, ich nehme an, das kommt auch weg. Lampenöl, nein. Lampenöl ist kein Wasser. Okay, dann habe ich zumindest das Öl noch. Sonst, ich glaube, das war endlich alles, was ich habe. Bei mir kommt eine kleine Flasche Parfum zu Tage. Ich bin ganz entspannt, ich habe keine Flüssigkeit. Gut. Ja, dann wird nach und nach sämtliche Flüssigkeit, die ihr bei euch habt, entfernt, mit allerlei Gewalt. Die lassen da auch gar nicht mit sich handeln. Und ihr dürft die Stadt betreten. Die Stadt ist dunkel. Trotz dessen, dass ihr draußen irgendwie noch luminisierende Dinge hattet, wart euch wie gesagt nie ganz sicher, wo die Sonne scheint, wo das Licht herkommt, aber hier ist es stockdunkel. Die Gebäude, 5 Stock mindestens, ragen sie nach oben. Irgendwelche Fratzen, die hier rausragen. Verschiedene Metalle, schwarzes Glas, was sich über den Borden erstreckt. Torbögen, Bastionen, überhängende Stockwerke, Türme, Gruben, tiefe Schächte, Schluchten, die ihr dann sehen könnt. Einige Brücken, über die ihr gehen könnt. Die Stadt ist schwarz, finster. Und ihr werdet auch dann, nachdem ihr an den Leichenfeuern vorbeigegangen seid, darauf hingewiesen, dass es verboten ist, diese Stadt ohne Licht zu betreten oder zu durchqueren. Ihr müsst immer eine Fackel dabei haben, per Gesetz. Ich frage an dieser Stelle nochmal, ist die Lampe hier hell genug? Der blanke Schein von Feuer in Schalen, Fackeln und Feuerschloten ist allgegenwärtig. Kannst du deine Lampe öffnen? Ich öffne die Lampe. Dann darfst du passieren. Ich will schauen, funktioniert mein Stabfeuer? Dein Stabfeuer funktioniert. Gut, dann benutze ich das. Ich würde mir einfach eine Fackel greifen, die wahrscheinlich irgendein Packsattel ist und sie wahrscheinlich oben anzünden, wo ein Feuer ist. Das soll gelingen. Ja. Wie gesagt, es gibt überall irgendwo Fackeln, Feuerschlote, Abgase, die sich entzünden. Und so könnt ihr durch die überdimensionierte Stadt gehen. Beängstigt, erdrückend. Wenig Menschen, die euch hier begegnen. Immer auf der Hauptstraße könntet ihr dann vor euch in einiger Entfernung noch ein paar Karren rumpeln sehen. Und einige Dämonen, die hier auf offener Straße gehen, Dinge vollrichten. Keine Untoten, aber gallertartige Wesen, Tentakel versessen, schlurfen sie über die Straße, bewegen Dinge. Einige besonders große mit wulstigen Hörnern, aus denen Schleim tropft, transportieren sogar einige Häuser auf sich, auf ihrem Rücken, ziehen schwere Lasten. Überall Schreie, die erklingen. Seid euch nicht ganz sicher, ob sie von Menschen kommen oder von anderen Wesen, wieder aus dem Limbus herausgerissen.